Jo Leute, was geht? Ich bin wieder der Devil of Tanks. Willkommen zu einer weiteren Runde WoTGO das Match Replay. Und ja, wie angekündigt mit dem IS am Start. Leider ist es nicht das beste Match, also nicht das bessere Match, beziehungsweise ist es nicht besser als das vorherige, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Es ist aber auch gut geworden. Und ja, wir spielen auf dem Polargebiet, ich bin Top Tier. Und ja, kann man sich schon gut vorstellen, es wird halt nicht wirklich so schwer sein, das Match. Aber es wird dann schon ein bisschen eng sein in einer bestimmten Situation hier. Und deswegen muss ich da erstmal vorsichtig spielen. Also, ihr seht, der Gegner hat 1, 2, 3, 4 Scouts. Das ist dann schon eine ganze Menge. Und ja, beziehungsweise haben die noch so kleine Schnickschnack, so ein paar Fünfer, solche langweiligen Panzer halt. Ja, ich begebe mich ganz normal in diese beziehungsweise hinter den Berg und versuche die Gegner zu konfrontieren, was ich aber nicht tun werde, weil ich mir das ein bisschen überlegt habe. Da man hat ja diesen Abgang, wo der Cromwell gerade ist, und da fahre ich direkt des Weges hin und schaut euch das an, der Panzer ist einfach göttlich. Bäm, einmal abgeprallt vom Cromwell, zweites Mal in die Kette. Drittes Mal irgendwo auch abgeprallt oder nicht durchgekommen. Ich ziele ihn gut aus, gebe ihm einen Schuss, kommt die Helke drunter gefahren, nicht gute Idee. Ich block die Helke, die blockt mich, keine Ahnung, was passiert. Ich kann ihn da nicht treffen, weil ihr seht, mein Geschütz kommt nicht runter. Ich ziehe mich zurück, ziehe mich zurück. Aha, ich sehe den Körper und boom, dann ist der erste Kill schon mal in der Tasche. Ich so, alles klar, das sieht schon mal gut aus. So, wir sind drei TDs und ich bin halt der einzige Heavy hier. Und ich versuche mal so mein Bestes hier zu machen. So, ich sehe die Hellcat. Reicht wohl nicht zum schnellen Schießen, deswegen habe ich gedacht, gut, ich chill meine Eier. So, da seht ihr, der erste Scout kommt von hinten. Und ich habe mich gewundert, dieser ST-Emil, wer ist denn das? Aber das ist der sture Emil, das ist der 7er. Der 7er TD der Deutschen. Und ich so, hey, what the fuck, wieso heißt das auf einmal sture Emil, aber mit ST und so? Naja, hat mich ein bisschen verwirrt, aber hat geklappt alles. So, ihr seht, der Tiger 1 kommt auf mich raus, kommt bei mir nicht durch. Schon der nächste Schuss, der bei mir nicht durchkommt. Und da seht ihr schon die zwei Scouts und ich fahre so mal schön locker lässig raus. Die denken, ja, ich kann chillen als Scout. Gibt der ersten Scout mal einen schönen Kill. Da kommt der Tiger 1 raus. Kassiere wieder in die Kette, kommt halt bei mir nicht durch. Und da kommt der IS und ich, IS-2, ich weiß nicht, wo ich schießen soll. Und ich schieße in den Turm, da prallt's ab und dann gibt er mir seinen Damage. Und ich so, wieso mache ich diesen Fehler, obwohl ich weiß, dass ich dahin nicht schießen soll. Bei einem Chinesen. Sein chinesischer Schwachpunkt ist halt frontal einfach. Nicht mal die untere Wanne ist geschützt bei dem, sondern einfach nur frontal. Und ja, dann denke ich mir, gut, das mache ich nicht nochmal als Fehler. So, ich warte, bis der IS-2 runterfährt. Da kommt er auch runter. Ich ziehe ihn aus und Kaboom, gebe ihm 400 Damage. Der IS-2 schießt auf jemand anderen. Da bin ich zufrieden in diesem Zeitpunkt. So, ich war kurz irgendwie Brain AFK, als ich da nachgeladen habe. Dann checke ich erstmal aus. Oh, scheiße, das ist hier seitlich von mir. Ziele ihn erstmal aus. Der kommt natürlich bei mir einmal durch. Ich ziele ihn aus. So, normaler Typ würde einfach gegenüberstehen und ihn versuchen zu töten. Aber ich mache den Trick und fahre einfach um ihn herum und kann ihn damit auch töten und ohne Damage zu kassieren. Glücklicherweise kommt der Tiger wieder bei mir nicht durch. Habe ich schon einen Pluspunkt kassiert, was mich sehr, sehr happy macht. Er steht 10 zu 10, natürlich ein enges Match hier und ich so, okay, da kommt der Tiger an Start und wird es von mir kassieren. So, hinter mir ist ein IMX, ein RL44, genauso heißt der Panzer, nicht IMX. So, ich gebe nochmal dem Tiger eine rein, ich will ihn anzünden, klappt leider nicht, weil der Tiger ist ja eigentlich sehr leicht anzündbar, aber ja, klappt halt nicht. So, der Tiger verkackt mal wieder einen Schuss bei mir. Halt, es ist kein einziges Mal durchgekommen. Versuche wieder anzuzünden, ich ziehe mich zurück, ziehe mich zurück. Alles klar, der Gegner schießt auf ihn, der Kollege schießt auf ihn. Und ja, ich will ihn töten, töten will ich ihn. Zwar zurück ausgewichen und kaboom. Also ausweichen kann ich gut, weil ich weiß ja, dass er auf mich schießen will und hat halt natürlich verschissen, ne, der Kollege. Naja, und hab halt vier schöne Kills gesammelt. Zwei wären auch noch geil, aber dafür sind die Gegner ein bisschen zu weit weg. Und da komme ich halt nicht so gut ran. Beziehungsweise bin ich nicht so schnell unterwegs auf den Ketten hier. Und ja, der Panzer ist schon geil. Ich hatte heute mit dem ein Match. Da haben mich zwei Niner angegriffen. Das war der T54 und das war der Objekt 430-2. Und beide schießen auf mich und prallen ab. Und zwar mehrere Schüsse. Und ich so, yippie-yay.
Dafür liebe ich den Panzer, weil die wissen halt nicht, wo man frontal bei ihm durchkommt, außer in den Turm. Wie gesagt, Turm ist halt die Schwachstelle von diesem Panzer, beziehungsweise die ganz untere Wanne. Aber da muss man erstmal schön treffen können. Wenn ich da ein bisschen Spaß mache, dann ist es nicht mehr witzig. Außer man hat ein größeres Kaliber, dann kommt man dann schon durch, aber ist halt sehr verwinkelt. So, ich versuche natürlich den einen M7 auszuziehen, bringt mir leider nichts, weil, ja, zu weit weg und beziehungsweise standen da schon Leute von mir und das hat halt nichts gebracht. Ja, das ist ein sehr kurzes Match, aber immerhin ist es ein Match. Sonst müsstet ihr heute nichts anschauen. Und immerhin habe ich einen mit dem IS rausgebracht. Ich dachte, ich könnte mit einem T30 oder sowas raushauen, aber da gab es halt nicht wirklich viel. Das ist auch nicht wirklich das epischste Match, was man sich halt so vorstellt, aber es war halt ein gutes, angenehmes Match. Und ich dachte, der Gegner, der letzte, der würde halt irgendwo bei den Koordinaten B2, 3, 4 sein, aber leider war er nicht da, sondern er war bei der Base, bei der B7, wie ihr seht. Und ich dachte, gut, scheiß drauf. Kann halt nichts, eh nichts machen. Ich fahre einfach geradeaus und keine Ahnung, fahre noch meine Kilometer, die ich da machen kann und warte, bis der Kollege ihn tötet. Und ja, da fährt schon der AL und will ihn töten und da tötet ihn der Churchill. Der AL ist ja bei mir. Nein, das war der Churchill sogar, der bei mir war. War es auch ein geiles Ding. Und ja, das war das schöne Match Replay und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Diesmal auch sehr kurz. 5 Minuten gerade mal so und ja, jetzt seht ihr die Ergebnisse und ansonsten sehen wir uns morgen bei einem weiteren Let's Play World of Tanks und ja, ich werde morgen mal was ansprechen, ob ihr da Lust hättet oder nicht. Das war für mich ein bisschen schwer, aber ich werde es mal ansprechen und ihr könnt dann mit mir in den Comments diskutieren, wenn ihr wollt. Und ja, bis morgen dann. Ciao.